bei uns, Minos Guras. Brutal unglücklich, mir fehlen so ein bisschen die Worte, bin eigentlich wahnsinnig enttäuscht, ein Spiel verloren, was wir hätten niemals verlieren dürfen, wenn du den Spielverlauf anschaust, bis zum 1:1. Also für mich, wir hatten das Spiel völlig im Griff, das war kein gutes Spiel, keine Frage, aber ich kann mir es nicht erklären, wie man so lahmgelegt wird dann und noch 2:1 hier verliert. Ja, also das erste Spiel nach der Winterpause, klar, dass man da wieder Routine braucht und sich wieder finden muss und reinfinden muss. Es war jetzt nicht das beste Spiel von uns, aber trotzdem, der Gegner hat in der ersten Halbzeit fast gar keinen Torschuss gehabt, außer einer von, keine Ahnung, von Polido, wie er heißt, das Spiel einfach in der Hand gehabt. Ich kann da nicht so viel erzählen jetzt von den Gegentoren, ich war in der Kabine, aber trotzdem, dürfen wir nicht verlieren, wir gehen da souverän 1:0 in Führung, haben unsere Chancen, haben unsere Flanken, haben eigentlich den Gegner im Griff, aber dass du dann so den Gegner wieder reinkommen lässt, ist schade. Wie ist das mit der Spielunterbrechung? Was wurde da kommuniziert? Weil irgendwo hat man ja das Gefühl fast gehabt, die tat Lübeck besser wie uns. Ja klar, wir haben uns ja noch in der Kabine dann warm gehalten und die haben uns gesagt, dass wir jetzt noch einen Eckball gegen uns haben, den müssen wir halt richtig gut verteidigen, weil sonst steht hier wieder 1:1. Es war irgendwas mit dem Schiedsrichter, wir haben uns auch nicht mehr selber so, aber wir sind bei uns geblieben, dass du dann wieder so rauskommst, wir haben es eigentlich überstanden und dann haben wir es irgendwie auch hergegeben, also ich kann es dir schlecht beschreiben. Ja, generell, gut, jetzt haben wir eine englische Woche vor uns, das wird nicht leichter, Dresden kommt zu uns schon am Dienstag, wird ein knallhartes Spiel werden, wie schnell können wir uns jetzt aufrappeln? Ja, ich muss das Spiel jetzt abhaken. Leider, dass wir es 2:1 verloren haben, hätten wir eigentlich gewinnen müssen. So. Aber ja, Dienstag, wie du sagst, geht schon weiter und da müssen wir einen Fokus drauf legen, weil es wird ein harter Gegner, wird kein Zuckerschlecken. Es wird sogar so wie 60, aber die sind noch ein bisschen besser. Wir haben 60 auch gezwungen und warum sollten wir auch nicht Dresden schlagen können? Es ist eine englische Woche, da ist viel zu holen und das muss unser Anspruch sein. Worauf lag denn der Fokus in der Vorbereitung? Ich meine, die war jetzt nicht sonderlich lang, ihr wart eine Woche weg in der Türkei. Für uns, wir haben es so in der Hinrunde so ein bisschen vermisst, über die Flügel, da bist du ja auch genau der richtige Ansprechpartner, weißt du, über die Flügel, vorne die Box vielleicht besetzt, ein paar Flanken rein in eine besetzte Box. Ist ja nicht so, dass wir keine Flanken reinschlagen würden, aber die Box war eigentlich nie großartig besetzt. War das ein Thema oder was war der Fokus? Klar, jetzt durch Beuth ist da jetzt jemand vorne drin, wo du Flanken geben kannst, wo du einen finden kannst. Wir haben es auch angeschlagen, wir haben unsere Standards verbessert, wir haben uns von hinten raus ein bisschen spielerisch, wollten wir es lösen. In der Türkei hast du halt Top-Bedingungen gehabt, da ist der Ball halt gerollt. Hier hast du ja halt keinen, da ist der Ball halt nur gehoppelt. Aber wir wollten es versuchen, aber die haben uns halt gut zugestellt, nur dass wir halt so die langen Bälle schlagen mussten. Hast du halt einen Innenverteidiger, wo 2,10 Meter ist, wo der Beuth fast nichts machen kann, wenn der hohe Ball kommt, nur im Lauf. Und ja, das haben wir eigentlich einstudiert. Tiefenbälle wollten wir haben. Und ja, wie gesagt, das ist das erste Spiel. Klar, darfst du es nicht verlieren. Das Ding musst du ziehen. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt die englische Woche und da ist halt viel rauszuholen. Und das muss unser Anspruch sein. Alles klar. Minos, ich möchte gar nicht länger aufhalten. Ich weiß, für euch ist auch immer schwierig. Danke, dass du noch ein paar Worte gefunden hast. Klar. Und dann sehen wir uns daheim gegen Dresden. Bis dann.